lasse, dann kann ich Sacred Vines draußen lassen. Ja. Dann fang Mache an. auch einen großen Pull. Ja, ohne Boss, aber. Aber ohne Boss. Gibt er den Sonst am erst Anfang? oben was machen. Wie skippt man den denn überhaupt? Ja, man geht da links rüber Ich links irgendwie, rüber. keine Ahnung. Ich hab's sicher besser gekackt. Nice. Nee, ich bin einfach durch. Da will ich's zeigen und verkack's. So. Muss mir mal angewöhnen, hier am Anfang direkt Fruitpot. Holy shit, was war das denn? Achso. Wahrscheinlich die Typen, die hier durch gehen, weißt du, und dich dabei auseinander nehmen. Wann geht das morgen los? 16 Uhr, ne? 18. 18. Wow. 3, 2, 1. Vielleicht noch einen Karasand vorher machen mit Matze. Spielt der auch Diablo? Nee. Wer spielt da Shit, mit was macht euch? der damit? Wenn Juri das nicht ist und Chris, oder was? Wir sind nur wir beide. Ach so, weil du gerade gesagt hast, ihr seid. Ach so, ist nur eine Vierergruppe in Diablo. Ja. Ah, So, stimmt. du hattest Fünfer im Kopf, oder? Ja, genau. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer das denn ist, der Dritte da. Oh. Ich bin da gefestet, Julia. Wieso ich? Das war Ach so, ich. Nick. Ah. Och, Ja, klar. Siehst du, jetzt habe ich Julia geflamed. wer denn sonst? Können wir gleich in den Logs nachgucken. Ja, kann man machen. Wer eben Xevious gepult hat? Ach, das haben wir Das noch nicht würde gemacht, ich würde mich auch gerne interessieren. mal wissen. Das war er, Mann. Verena oder was? Hundertprozentig. Er hat das halt, Ja, glaube ich, auf klar. Paddes gecastet dann oder irgendwie so. Ich war ja nicht vorne. Ja, oder auf irgendwen anders, der vorne war. Aber es war War definitiv noch ich. keiner. Ich habe auf Robin gecastet. Wahrscheinlich auf irgendwen in Stealth. Hier ist es Ja, halt auch wahrscheinlich auf mich. Aber. Weil ich stand im Stealth vorne. Ah. Ja, warst du's auch? Nein, ich war's nicht. Nick war's. 100 Pro. Das hat mich halt die Void-Form gekostet, Mann. Nämlich hat es den Creeper und wahrscheinlich Rankings gekostet. Oh, also ich weiß nicht, also. Und so nach 30 Sekunden droppt die Insanity oder was, ohne wenn man meint Ja. zählt. Aber dann ist das ja auch nochmal der übelste Nerf, wenn das jetzt nicht mehr geht mit dem Patch, Mann. Ja. Sehr Du musst heftig. halt die Bosse halt immer innerhalb von 30 Sekunden pullen. Ja, oder du spielst mit Legacy of the Void und dann hast ein bisschen mehr Zeit, bis es auf unter 5, also bis es nicht unter 65 droppt, das ist irgendwie 35 Sekunden Zeit oder so. Oder 40, wenn nicht, das droppt ja relativ langsam. Kann sein, dass ich vielleicht gepult habe. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich war das. Oh, leck mich am Arsch, Mann. Wunder mich, warum ich kein Damage mache, weil mein Pet wieder im Käfig stecken geblieben ist. Das passiert halt manchmal. Hunter Life. Ja, das ist halt echt. Du lernst halt auch nie, da direkt drauf zu achten. Bei Helia stuck das Pet manchmal auch in der Wall, dann darfst du halt auch erstmal neu summonen. Nach dem Knockback. Die Nerven so. Jetzt. Die Mobs sind ultra nervig. Gibt noch was? Ja, hier. Kleine Hunde. Ich immer von einem Hund die Aggro. Genau von einem Hund. Heute Nachmittag in den Morph Souls waren es auch schon.
Ah, hallo. Hier noch den Klaus Dieter. Und noch neue Hunde. Der wird geheilt, der Klaus Dieter. Kann ich nichts für, ja, wenn. Ich weiß. Bin schon weg quasi. Aber jetzt solltest du den da schon wegziehen, bevor er castet. Okay, scheiße. Die Hunde versucht wegzuziehen noch. Geht in meinem Weg auch an nicht, dass er geheilt wird. Ja. Oder auch nicht. Ist auch nicht doch die letzte. Ne, ist doch keine unter ihm gespawnt. Naja, ich hab von Dennis einen Weak-Aura bekommen, wo man vielleicht wird, ob die sich heilen. Ja, ich hab auch eine Weak-Aura dafür. Dennis ist ein guter Spieler manchmal. Manchmal. Wenn er nicht gerade irgendwas fail-pullt. Alter, bringe ich ihn in so Situationen, wo er mal denkt, er pullt fail. Denkst du, ich pull nicht so viel, oder warum hast du gedacht, du wärst es gewesen? Nee, weil ich Akku hatte für eine Sekunde. Ach so, ja. Hatte nur auf dem einen den Kack. Sobald ich so immer einen Pfeil draußen habe, gehe ich halt davon aus, dass ich alles pull, was gerade irgendwie auf mich zugelaufen kommt. Dr. Korb, was mache ich? Eines der schönsten Wochen. Die Diafixe sind halt so egal, ne? Naja, den Paladin offensichtlich nicht. Was? Warum nicht? Ja, wenn so. Thomas keinen Bock drauf hat. Aber auch das ist da. Ja, es geht schon, aber du kannst doch mit bestem Talent spielen. 3, 2, 1. Zumindest nicht so nervig, dann Tyrannical-Dings hier zu haben. Und auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise sagen, dass für dich natürlich wesentlich sinnvoller ist, den damit zu machen dauerhaft, ne? Wegen Nighthold und so. Weil wie viele Punkte du hast, bist ja auch schon einer, der weiter ist. Im direkten Vergleich mit anderen. Ja, ja. Hier einige Low-Bobs, die nicht mal 40 haben. Hunter hat jetzt an 39. Hat du bist ein Twink. Mein Druid hat jetzt. Mein Druid hat auch nur 36. Aber gut, ich habe noch Suramar da. Wenn ich 25 habe, komme ich damit alleine auf 40, glaube ich. Ja, mein Hunter wird mein Druid halt überholen. Morgen, da halt, ne, morgen wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, das ist vor 18 Uhr, kann ich ein bisschen Suramasche machen und erstmal was abgeben. Da die ganzen Dinger, da kriege ich halt, glaube ich, direkt 2 Level innerhalb von 10 Minuten. Und dann habe ich meinen Druid halt schon fast eingeholt. Ja, Suramar ist wirklich. So viel ist das aber nicht direkt. Hätte doch das Revert, Exalted, Arcway und Code of Stars Quest. Ah, ja, schon 3 Millionen. Wenn du das alles hast. Arcway und Code of Stars habe ich ja gemacht. Ja, das ist auch alles. Halt nicht, ich habe das freigeschaltet, aber ich habe die Quest bis heute halt nicht abgegeben. Ja, ich glaube, das habe ich mit dem Grünen abgegeben, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Mit GK hätte ich dann da wahrscheinlich instant alles. Mit Demonhand habe ich leider alles schon gemacht gehabt, da war ich irgendwie sehr eifrig. Außer diese Weekly Quest da. Das ist ja der einzige Grund, warum ich mit dem Morgen so aufgeholt habe. Was du hast jetzt mit 25 Suramar gequestet mit dem Monk dann direkt. Nee, schon mit 22 und hab mich dann halt von 32 instant irgendwie auf 37 oder so gepusht. Lord. Auf Reddit hat es, glaube ich, ausgerechnet, wie viel man Suramar holen kann. Ist auf jeden Fall viel. Wirklich, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja, klar. Sonst hätte ich den die anderen Scheiß ja nie eingeholt und dann war es halt so viel verlockender, weil der so nur Artefakten hat und nicht mehr. Aber. Ich mach, den Champion. Und dann mache ich gar nichts mehr. Aber wieso sind die gerade übereinander, die Mainplates? Ah, bei mir nicht, aber ich mach den Champion. Kümmert ihr euch um die anderen? Ich
hab doch Stacking Nameplates. Jetzt hinter mir nochmal Champion, ne? Oh. Mach den Champion. Schlimm, wir haben ja keinen Bolster. Ja. Necrotic ist halt eigentlich auch nicht schlimm, keine Ahnung. Nein, ist so nicht. Einzig doof an Zeit. Also nicht mit Monk. Ja, aber so viel. Nö, Necrotic geht noch. Bolster also ist viel schlimmer. Wenn du eine Eule dabei hast, ist Necrotic halt eigentlich kannst du fast komplett ignorieren oder als Palatank. Palatank, Necrotic ist. Warte, ich hab hier gerade noch. Aber Eule finde ich halt eigentlich fast noch besser für Necrotic. Oh oh. Ja, halt schon krass. Ach, ne, wir brauchen die beiden anderen noch. Jetzt prockt's. Was denn? Sacred Vines hält sich die ganze Zeit schön auf unter 20% HP. So nice. Macht der mehr Damage. Ist halt die Königsklasse als BM Hunter. Immer mal so reintaunten oder so. Um das Pet ein bisschen zu damagen, aber so, dass es halt knapp. Das machst du aber nicht. Prozent bleibt. Nein, das mache ich nicht. Aber. Das wäre mir aufgefallen. Oh, ich weiß nicht, es würde mich, glaube ich, echt irritieren, weil ich müsste dann ja wieder zurücktaunten. An dir sogar less than 35% health und macht das Pet 20% mehr Damage. Ist halt krass. Wie er wie das jetzt voll healt. Das ist wahrscheinlich der Rain. Hat sich gedacht, was? Der macht damit mehr Schaden? Das kann ich ja. Der war nicht so weit weg. Mit knapp 3 Kisten. Ja. Oh, man muss ihn beeilen. Nick. Auch ja, kannst du denn das noch nicht so mit seinem Wortlaut Stimmlage einschätzen? Kann ich wieder taunten? Ja, geht nicht. Taunt CD. Heute ist es gestorben. Ja! Taunt hier halt regelmäßig die Ads von der Statue weg. Lass sie mal eben töten, die stehen bestimmt zusammen. Schnell tot. Na, einmal kann ich alle, einmal alle 8 Minuten kann ich mein Pet ja instant retzen. Was hätte ich jetzt natürlich gemacht, also? Ein Automatismus. Geht es gleich los, ne? Also. Okay, ich hab viel zu früh gepreputtet. You have come far enough! Time to die! You will pay for that! Müssen eigentlich mit ihr mal Versicherungsnummern austauschen oder so. Tell you? Ja, weil sie sagt ja mal, wir sollen hier für das Schiff bezahlen, das wir kaputt machen. Gott, der war so dämlich, der Witz, dass ich echt drüber lachen musste. Das ist so doof, ne? Das ist wirklich dass ich echt drüber lachen musste. Aber machst du das Schiff ja selber kaputt. Ja, richtig, also ich finde auch. Ja, jetzt kommt rechts. Ihre ganzen 100 Penisse halt ins Schiff reinhauen muss, ey. Oh. Warte mal, sind wir schon bei. Ach ja. Wir sind noch immer bei. No. Das ist noch possible. Könnt ihr mal eins noch tot machen, was auch immer es ist? Ja, gut, jetzt seid ihr irgendwie. Keine Ahnung. Wäre ja auf die gegangen, die schon lower war, weil jetzt seid ihr alle auf die hinten. Damit mein Lamm-Pet auch noch nach hinten lag. Wurde nämlich fast die nächste Destruction. Ja, Dennis kennt sich hier nicht so aus. Ich hab den Destructor schnell noch mit meinem Pet getauntet, damit die nicht rumrandaliert. Achso, da war noch einer. Ja, die sind gerade gespawnt, halt. Wenn ich die instant taunte, dann hittet die nicht irgendwen mal direkt weg. Als wir das 15er gemacht haben, habe ich die halt auch als Bär dann schnell getankt. Ein paar Sekunden. Oh shit, was war das? Das wahrscheinlich kurz Aggro gab von ihr mal. Ich trau mich immer nicht vorzurollen. Was? Achso, ah gut. Mach den. Okay, Nick macht den nächsten.
Oder so. Oder Nick. Ja, mach Nick einfach. Your fate rains down! Achso, der nächste Dallas? Okay. Rechts. Eigentlich finde ich es recht easy, das zu sehen, wo das hingeht. Ja, ja. Am Anfang nur. Haben wir ein Problem? Ja, ich weiß. Ein paar Discs können wir auch wieder. Wenn man den Leader dabei hat, der auch noch rupten kann, ist das sowieso. Deluxe, ja. Wir haben gerade sowieso das übelste Interrupt-Setup. Ich bin der Einzige mit einem langen CD. Ja, oben habe ich fast gar nicht interrupt. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dann habe ich einmal rein interrupted. Ach, schon Gott, das war aber gemein, ne? Von mir sowas. Ich mache hier mal. Better be safe than sorry, Turtle Shield. Call Saul. Kommt bald wieder. Guckst du das? Was? Better Call Saul? Ja, ja, sicher, guck ich. Ich fand das irgendwie ultra langweilig. Echt? Boah. Das ist halt extrem gut. Finde ich besser wie Breaking Bad. Finde ich auch besser wie Breaking Bad. Breaking Bad war ja am Anfang auch langweilig. Und die ganzen coolen Kids fanden das toll wegen den Drugs, aber die letzte Staffel war natürlich awesome auch. Ja, Breaking Bad war auch Hammer, aber Better Call Saul. Ja, aber am Anfang fand ich schon, ich finde, hat halt einen sehr langen Einstieg, Breaking Bad. Was meine ich eigentlich? Better Call Saul soll nicht. Nur drei Staffeln haben, oder? Ja. Oh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nächstes musst du machen, Dennis. Ja, meinetwegen darf das auch gerne sechs Staffeln haben. Ja, ich bin auch sehr. Bis zu dem Punkt, wo es halt bei Breaking Bad dann ankommt, halt, wo die sich dann halt treffen und da ist dann halt Ende. Wäre halt nice. Ja, der Schauspieler ist halt auch hammergut. Keine Ahnung. Oh. Think you have won? So. 8,95 wäre cool. Läuft. Oh, nichts wird noch. Fast den 8,95 alles. Ja, noch. Ah, still no legendary.